Wie versprochen, im dritten Teil dieser kleinen Serie das Fristende beim Ausnahmefall. Also Fristende, Ausnahmefall. Das ist der Fall, dass der Tag gleichzeitig den Beginn von etwas bestimmt und das ist beim Mietvertrag und beim Arbeitsvertrag der Fall. Na, hier haben wir es uns erarbeitet in Teil 1. Wenn sich die beiden Beispiele merken, dass hier der Mietvertrag natürlich an dem Tag beginnt, an dem er beginnt und damit auch der Tag des Ereignisses ist, an dem das Ding beginnt, dann haben Sie im Prinzip die Sache im Griff. So, jetzt müssen wir überlegen, wann ist das Fristende? Und auch hier wieder haben wir die beiden Fälle. Einmal ist die Frist nach Wochen bestimmt. Und der zweite Fall ist, die Frist ist nach Monaten bestimmt. So, und wenn die Frist nach Wochen bestimmt ist, dann ist das Fristende vor dem Punkt, 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 Wochen. Tag des Ereignisses. Das klingt wieder furchtbar abstrakt, ist im Grunde ganz einfach. Wenn ein Mietvertrag am Dienstag beginnt, dann ist ja der Tag, in den das Ereignis fällt, eben jener Dienstag. Das ist ja der Ausnahmefall, ja? Dann ist das Fristende an dem Montag. Dann haben wir Mietvertrag für eine Woche, Fristbeginn am Dienstag, Fristende am Montag. Die Woche später. Ja, im Grunde ist es nicht schwer. Ja? Also Fristende ist vor dem Wochentag des Ereignisses. Der Wochentag des Ereignisses ist, sagen wir, der Dienstag. Fristende ist dann am Montag. Eine Woche später, 2 Wochen später, 3 Wochen später, 4 Wochen später, je nachdem, wie lang die Frist ist. Und dann haben wir noch, die Frist ist nach Monaten bestimmt. Da müssen wir sagen, das Fristende ist ein Tagesdatum vor dem Tagesdatum des Ereignisses. Ja, auch hier wieder ein Arbeitsvertrag für einen Monat beginnt am 1.10. Dann ist das Tagesdatum der erste, aber das Fristende ist ein Tag vor dem Tagesdatum, während es hier beim Normalfall das Tagesdatum des Ereignisses ist, ist also das Fristende am 31.10. Ja? Sonst würde die Frist am nächsten Tag beginnen, wäre Fristende der 1.11. Aber hier haben wir den Ausnahmefall, also ist das Fristende der 31.10. So, und damit haben wir, glaube ich, die Sache erschlagen, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke nochmal eben. Jawohl, ich glaube, ich habe alles gesagt, was hier zu sagen ist. Ja, das ist sozusagen die Aufbereitung von dem, was in den Paragraphen 186 folgende alles steht. Teilweise ist das sehr kompliziert zu lesen. Das, also hier mit der Mindmap ist es sehr viel einfacher und übersichtlicher. Aber trotzdem mal ins Gesetz zu schauen, ist auch hier wieder anzuraten. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.